Startnummer 61, Golfclub Radstadt, Loch 12, Par 3. Hans-Peter, mit dem Birdie-Chat haben wir jetzt die Höhenmeter herauf überwunden. Wie überwinden wir sie jetzt da hinunter? Also, das ist ein Par 3 mit einer wunderschönen mit einem wunderschönen Ausblick. Wir können da schon hinten den Dachstein sehen. Und ja, ich glaube, es gibt viele Wege, wie man da runterkommt. Also ein paar spielen das ganz flach und dann hupft der Ball so aufs Grün. Aber natürlich, das ist 107 Meter, das Par 3 und es geht bergab. Und da schlägt man. Nicht weit, ne? Dann. Das ist nicht so weit. Und schlägt man, ich zum Beispiel schlage so ein kleines Gap-Wedge und ja, schau halt, dass ich so nah wie möglich zur Fahne schlage und wenn möglich auch einfach nur zwei spiele. Auch eins ist mir noch nie gelungen da. Auch wenn dieses Loch kurz ist, ein Birdie ist trotzdem kein Muss, oder? Nein, es ist kein Muss. Paar ist immer gut. Also, es ist ein relativ anspruchsvolles Grün noch, weil wenn man sieht, das hängt alles ein bisschen nach vorne und die Parts brechen relativ stark da. Und mal das kleine Grün muss man natürlich auch mal erst treffen. Theresia, welches Clubmotto gibt es hier bei euch? Bei uns im Golfclub Radstadt ist die Dienstleistung ganz groß geschrieben. Es ist für uns ganz wichtig, wenn die Mitglieder und die Gäste kommen, dass sie sich sehr wohl fühlen. Und zwar ist das vom Büro geht das aus und von den Marshals und von den Greenkeepern, die einfach Dienstleistung pur machen, die hilfsbereit sind, die freundlich sind und einfach den Gast und die Mitglieder verwöhnen.